Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Akamisa Returns. Leute, ich habe eben gerade im Inventar was gesehen und das probieren wir jetzt mal aus. Und zwar zeige ich euch das mal. Das hier. Ich habe jetzt einen neuen Skin bekommen für den Rappy aus der Animationsserie. Geh mal kurz zur Seite, Mantis. Einen Moment. Müssen wir ganz kurz mal gucken, wie das aussieht. Bis jetzt würde ich sagen, sieht richtig beschissen aus, aber gucken wir mal. Vom Weiten geht's. Nö, ne, geht eigentlich. Guck mal, wenn man jetzt hier drauf ist. Aber es sieht schon ein wenig strange aus. Cell Shading in Arc. Kann man machen? Okay, kann aber nichts anderes. Alles da. Aber ich lasse das drauf. Sieht anders aus. Endlich mal einen anderen Dino. Perfekt, Alter. So, ansonsten habe ich nichts groß Neues. Ich hatte ja am Freitag keinen Arc gestreamt, sondern Rust. Und dann haben wir hier natürlich nicht weitergemacht. Was ich aber gesehen habe... Dodo ballert hier übelst viele Eier raus. Schmeißen wir mal kurz mal hin. Ich hoffe, ich bin nicht überladen. Nö, geht alles gut. Die Eier werde ich nämlich alle fressen, die ich hier habe. Man kann zwar was herstellen, aber es lohnt nicht. Deswegen würde ich sagen, wir fressen die Sachen immer. Ich habe auch gemerkt, ich bin immer überladen. Das ist auch scheiße. Und ich habe festgestellt, guckt euch mal die Flüssigkeitaufnahme an. Warte, können wir es mal gucken, wie schnell es runtergeht? Hier, Wasser. Instant. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Also ich könnte die Rüstung ausziehen, aber ich will es nicht. So, des Weiteren habe ich ja jetzt diesen einen Bug bekommen. Den hier. Der gibt mir jetzt schön immer Dino-Blut, damit ich den immer füttern kann. Hier, den hier. Und mit dem, da brauche ich 1500, den kann ich dann entwickeln zu Poison, wurde mir gesagt, soll ich machen. Werde ich auch machen. Wir fehlen jetzt noch 335. Heißt, ich kriege pro Farming von dem immer 20. Dauert halt übelst lange. Ich muss mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber wollen wir nicht lange fackeln. Ich würde sagen, wir zähmen direkt was, weil, ja, die Base ist... Ja, guck, ich habe schon Durst. Die Base ist zwar voll, aber wir gehen gleich mal runter und gucken mal, wie das da unten so aussieht, weil meine ganzen Drachen weg waren letztens. Und das war ein bisschen komisch, weil eigentlich müssten die da gewesen sein. Es ist keiner gestorben. Ich habe extra geguckt. Die sind einfach weg gewesen. Und jetzt will ich mal gucken, nicht, dass die anderen jetzt auch weg sind. Weil sonst ist das da unten ein bisschen buggy. Und dann müssen wir uns mal von da unten ein bisschen verpissen, würde ich sagen. So, gucken wir erstmal ganz kurz. Ach, nein, 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 nicht hier landen. So, ich muss erstmal was trinken, wie ihr gerade gesehen habt. Das wird, glaube ich, heute öfter mal passieren. Ich hoffe nicht bei der Seemoon. Gut, sehr gut. So, gucken wir mal runter, was da so ist. Okay, Wi-Fi ist auch schon am Start. Hier ist ja meine zweite Base. Und hier sollte eigentlich alles friedlich sein. Aber wie wir letztens gesehen haben, leicht buggy die Höhle. Okay, die restlichen Drachen sind da. Die Spinos sind hier hinten. Das heißt, wartet mal. Kann es sein, dass hier drin in der Wand... Aber Nino hat da eigentlich geguckt. Warte, ich guck mal selbst nochmal. Das kann natürlich sein, dass die irgendwie aus der Wand raus sind. Aber scheint... Nee. Aber könnt ihr sehen... Ich wurde wahrscheinlich von irgendwas angegriffen, weil die Höhle so buggy ist. Und dann sind die Drachen da durchgedroppt. Das kann natürlich sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall, meine Giga sind hier. Mein Flugsaurier sind hier. Die Spinos sind hier. Ach, guck mal, das Ei können wir uns auch erstmal schön gönnen. Mitnehmen. So, perfekt, Alter. Gleich direkt, Junge, schnabulieren das Ding. So, perfekt. Ist nämlich nicht befruchtet. Von daher, scheißegal. Meine Kanus sind hier. Oh, guck mal, da hinten wird was angezeigt. Da gehen wir, glaube ich, dann zuerst hin. Gucken, was da ist. Oh, wartet. Oh, die Höhle ist so scheiße eigentlich. Ich überlege schon, ob ich mich hier rausbaue. Und eine Sache kann ich euch noch zeigen. Ich möchte wahrscheinlich... Warte, ich mache mal mit dem Fernglas. Dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Ich möchte wahrscheinlich... Ach ja, Magierin ist auch da. Ich kann sie leider nicht zähmen. Ich habe leider nicht das, was ich brauche. Aber ich möchte wahrscheinlich hier das ganze Ding hier als meine Base machen. Im Stream wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht ganz genau. Müssen wir mal gucken. Aber ich denke schon. So, guck mal, was wir hier denn so Schönes haben. Okay, es war nur ein Terrorbird. Ach, schade. Ich dachte, irgendwas Spezielles wäre da gewesen. So, das heißt für mich jetzt eigentlich, wir gehen heute mal... Alter, es laggt. Wir gehen heute mal in Redwood rein. Denn da war ich noch gar nicht gewesen. Ach, ich soll ja auf Nahkampf machen. In Redwood waren wir ganz selten gewesen. Und ich glaube, dass wir da ein, zwei Sachen finden, die wir noch gar nicht gekriegt haben. Vermute ich mal. Das wäre natürlich mega nice. Hm, obwohl... Ich will mal was ausprobieren. Ob das überhaupt was bringt. Ansonsten holen wir das Schaf. Okay, bringt nichts.
Das Schaf ist doch, eigentlich ist das Schaf übelst stark. Warte mal, jetzt gucke ich mal, konnten die hier hoch? Ne, die können hier nicht hoch. Wartet mal, vielleicht könnten wir das doch mal ausprobieren. Denn das Schaf, wenn ich das jetzt wirklich easy zähmen könnte. Leute, ich wäre übelst OP, Alter, mit dem Schaf. Wo ist es denn? Da unter ist es. Na, kommt mal her. Ah, ich kann. Ah, nee, ich kann ja von hier oben drauf schießen. Ich hab vergessen. Warte, mal gucken, bringt das was? Nur mal gucken. Ich sehe nichts. Scheiße. Oh, er ruft schon seine ganze Schäfchen her. Okay, das bringt was. Leute, ich glaube, wir holen uns jetzt endlich mal das Schaf. Prime Meat. Okay, alles klar, Junge. Wie schnell geht denn die Topo runter? Ah, geht schon schnell runter. Pass auf. Ich hol, bevor ich was weitermache, Eternal Prime Meat. Das holen wir zuerst. Das habe ich in der Base. Und dann machen wir den mal eben. So, probieren wir es jetzt nochmal. Eine Sache können wir noch probieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es dabei habe. Wenn ich jetzt einen Bowler nehme, habe ich nicht dabei. Okay, ich dachte, man kann es vielleicht bowlern. Aber scheißegal. So, Topo ist wieder auf Null. Okay, das wird kritisch, glaube ich. Oder ist die... Nee, obwohl, nee, nee, ist noch nie auf Null. Aber ist halt schwierig zu treffen. Wenn mein Griffin... Butterfly darf nicht wieder sterben. Nicht nochmal. Das wäre gar nicht gut. So. Ich muss immer schön weit oben bleiben und das Ding abschießen. Ich kriege ungefähr 400.000 pro... Guck mal, Alter, macht das Ding einfach so weg, Alter. Guck mal, so... Ey, es lässt mich... Na, ich wollte gerade sagen, es lässt mich ja ganz in Ruhe. So, was gibt es denn jetzt? Ah, eine... Ey, locker, Leute. Machen wir easy. Ich hätte niemals gedacht. Na, wo ist er? Flieg hoch. Ich muss einmal nach unten fliegen. Ich bin RIP. So, so. Und jetzt fliegen wir mal kurz ein Stück runter. Also mit dem Griffin geht das echt gut, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Oh. Der Tritt ist auch schon direkt. Guck mal, jetzt will ich hier hoch. Also das heißt, es kann sogar so ein bisschen springen. Aber ich treffe gerade nicht. Auf den Griffin schießen ist zwar ganz geil, aber man trifft natürlich nur, ja, bedingt, ne? Okay, der war jetzt echt daneben. So, gucken wir nochmal. Okay, jetzt haben wir es nochmal. Ich denke, wir gleich, haben wir sogar gleich schon. Das Ding probieren wir auch gleich aus. Aber man merkt, wenn ich draufballer, kann es manchmal sein, dass ich nicht treffe, obwohl ich voll drauf bin. Bisschen komisch. So, jetzt gehen wir kurz mal ein Stück weg. Wartet. Boah, shit, Junge. So, was haben wir? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich muss nur gucken, wenn natürlich gleich gezähmt ist oder wahrscheinlich auf dem Boden liegt, dann kann es sein, dass mich die anderen angreifen. Das heißt, ich muss die erstmal gleich töten. Yes. Oh, ich glaube noch zwei, dreimal. Ja, komm. Oh gut, oh gut, oh gut, oh gut. So, Griffy. Ah, rennt schon weg. Bitte nicht in die dunkle Zone. Oh, zum Glück ist der Griffin übel schnell. Der ist übel schnell. Ja, bleibt da stehen. Perfekt. Alter, wenn wir den haben gleich. Ich weiß nur nicht, ob ich einen Sattel bauen kann. Ah, guck mal, perfekte Stelle. Leute. Warte, dann könnte ich sogar was Folgendes ausprobieren. Okay. Alter, Junge, ich schon fast einen Herzinfarkt bekommen. So, pass auf. Zack, rein. Haben wir. Gut. Alter, dass wir das jetzt so easy hinbekommen haben. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber scheißegal. So, erstmal mitkommen. Und dann machen wir eben Sattel. Und dann gucken wir gleich mal, was er drauf hat. So, gerade festgestellt, ich brauche gar keinen Sattel. Das heißt, Fleisch erstmal raus. Hat er auch gar nicht mehr. Wir packen das Fleisch mal wieder zurück. Er hat trotzdem drei Stück gefressen. Also mindestens zwei hat er gefressen. So, wieder rein. Check. Heslon, bald mal alles schön drin. Alter, der verliert aber auch diese Eier, ne? Das ist ja krass. So, erstmal nochmal zwei. Damit immer schön weit oben ist die Nahrung. Und ich auch genug Gewicht habe. Und wie gesagt, man kann ohne Sattel reiten. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das muss man einen Sattel bauen. Ey, ist übelst geil aus, das Viech. So, Stats. Was hat er denn? Drei. Okay, er hat 4.578.751. Perfekt. Nahkampf hoch. So, dann gucken wir gleich, was er drauf hat. Erstmal gucken, was er draußen überhaupt kann. So, er kann springen. Es kann springen. Ist er. Das ist ja ein Ovi. So, gucken wir gleich mal raus. Ey, warte mal, ich krieg sogar den Magierblatt. Ich würde sagen, das geht. Aber wir gucken erstmal, was er überhaupt kann. So, wenn wir jetzt hier sind. Er kann mit Linksklick so ganz normal schlagen. Mit Rechtsklick kann er so... Ah, guck, das hat er versucht die ganze Zeit mich zu kriegen. Wenn ich das mit Sprung mache. Okay, nice. C.
Macht er nach hinten. X. Ah, guck mal, er ruft mit... Mit X ruft er die Dinger her, oder? Ja. Mit C kann ich die Dinger herrufen? Oder doch? Jetzt muss ich nochmal gucken. Mit X oder mit C jetzt? Mit X das und wenn ich C mache? Kommen jetzt welche? Okay, mit C. Okay, ich kann... Alter, perfekt. So. Gucken wir gleich mal. Mitkommen. Jetzt müssen wir mal mitkommen. Schaffen wir die Magier zu töten? Oder pass auf, wir machen zuerst... 28.000! Die Dinger machen 28.000! Alter, ich bin übelst OP jetzt. Oder pass auf. Alter, ich bin so OP jetzt. So, warte, mal gucken. Will ich das Ziel angreifen? Mal gucken. Mal gucken. Oder kann ich sogar 10? Alter, ich mach so viel Schaden. Wie mache ich denn so? Kann ich überhaupt Schaden machen? Habe ich jetzt auch Schaden gemacht? Mache ich denn auch Schaden? Ich erkenne nämlich nichts. Okay. Alter, ich mache 60.000 Schaden. Ich mache 60.000 Schaden mit dem. Komm. Komm. Ich werde angegriffen. Leute, ich werde angegriffen. Help me. Help me. Muss ich immer sagen, angreifen? Wo ist er denn? Ach, guck mal, die greift immer noch das Ding an, oder was? Alter, wie viel ich davon jetzt habe. Kommt mal mit. Hier ist der Megalania. Hier. Okay, weg ist er. Alter. Ey, das ist aber auch richtig geil. Okay, lass mal weiter gucken. Ey, läuft mit dem. Und ich habe sogar so eine Anzeige, dass wenn ich schneller laufe, kann ich wahrscheinlich mehr Schaden machen. Das probieren wir mal aus. So, mal kommen alle her. Ich mache das die ganze Zeit mal. Das heißt, ich könnte die ganze Zeit... Ey, ich glaube, ich kann mindestens 5 bis 6 Stück machen. Mal gucken. Ich mache jetzt mal Vollanlauf. Ich hoffe, das Spiel macht mit. Und... 768.000! Holy shit! So. Nochmal. Mal gucken. Macht er das bei denen auch? Alter. Alter Schwede. Alter, schön auf den Nahkampf. Alter, okay. Das Ding haut echt rein. Hab ich niemals mit gerechnet. Hab ich... Nee, warte mal. Hab ich den jetzt betäubt? Hab ich den Kentosaurus jetzt betäubt? Der ist eigentlich übel schwer zu zähmen. Was habe ich denn? Eternal Prime Eternal Berry Alpha habe ich jetzt gar nicht hier. Habe ich den jetzt quasi betäubt? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich werde das Ding jetzt nicht zähmen. Das lohnt sich für mich jetzt nicht. Aber jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Kann ich denn auch Dinos betäuben? Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist das denn? Nee, das ist tot. Habe ich den jetzt betäubt oder ein anderer? So, ich drück mal... So, auf X. Hat das überhaupt eine Wirkung? Okay, alles klar. Viel zu schwach. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Komm. Alter, mit 2 Schlägen, Junge. Alter, wie geil. So, mal gucken. Okay, wer ist das? Was sind das für... Hä? Was sind das für Menschen? Das sind Tech-Menschen. Habt ihr es gerade gesehen? Hä? Warte mal. Die sind weggeploppt. Hä, was waren das für Menschen? Die habe ich noch nie hier gesehen. Also ich weiß, die NPCs hatten so Tech-Viecher, aber die nicht. Okay, strange. Wir gucken gleich mal. Alter, ich kann alles abholzen so mit. Guck mal. Alter, ich kann einfach abholzen damit. Alter, wenn ich jetzt immer damit 700.000 abgebe. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Er braucht fressen. Er hat nichts zu fressen anscheinend. Ach guck, da hinten ist noch so ein Schaf. Hm, was frisst der denn? Der frisst wahrscheinlich Beeren, oder? Halt, irgendwie geht die Nahrung runter. Eigentlich wollte ich in Redwood rein, aber das können wir, glaube ich, heute knicken, Alter. Mit dem... Boah, shit, ist das schnell. So, pass auf. Was wir auch noch suchen müssen. Nicht ein Raptor, so ein normales Raptor-Ding. Aber ein, Eternal brauchen wir. Ein Eternal wäre mal nicht schlecht. Die Nahrung geht irgendwie nicht hoch. Oder? Doch, geht hoch. Okay, sie geht hoch. Perfekt. Nahkampf hoch. Na, das, okay, das mit der Nahrung, das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht, aber anscheinend geht's ja doch. So, dann laufen wir mal ganz kurz hier durch. Oder wollen wir... Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt hier langlaufe, dass ich irgendwie sterbe oder so.
So. Ich will mal versuchen, wenn ich jetzt dieses Happy-Viech finde. Also Happy-Schäfchen. Ob das geht. Weil wenn ja, dann haben wir ja einen, um den zu töten. Okay, ich schwitze hier noch mehr. Das heißt, ich muss gleich noch mehr trinken. So, es läuft hier echt schlecht in der Wüste, weil hier spawnt mittlerweile viel zu viel, wie ihr sehen könnt. Aber das kriegen wir hin. So, gucken wir, was macht das Ding hier? Okay, ich werde von irgendwas angegriffen. Okay, alles da, alles da. Haha, Junge. Und ich mach Panik. So, ich werde mal kurz dieses Schaf suchen. Vielleicht finde ich es ja. Und dann gucken, ob das funktioniert. Okay, da ist das Schaf, Leute. Hoffen wir, ob es funktioniert. Ich hoffe, ja. Ah, ich denke nicht. Nee. Ey, das Ding ist echt scheiße. Also, es passiert wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wie man das Ding tötet, ey. Ich habe echt keinen Plan. Boah, Alter, die machen aber auch Schaden. So, ich hau mal ganz kurz ab. So, dann werde ich jetzt mal sagen, ich nehme mir das Viech jetzt gleich auf die Schulter. Und dann gehen wir trotzdem mal in Redwood rein. Da waren wir nämlich noch so gut wie nie. Ich dachte ja, ich hole mir noch ein paar Gashas, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich brauche, weil die sind halt, eigentlich sind die überflüssig für mich hier auf diesem Projekt. Vielleicht einfach nur haben. Das wäre vielleicht eine Sache. So, ich suche jetzt nochmal eine Sache. Weil irgendwie hat ja auch das Ding Schaden bekommen durch irgendwas. Irgendwas werden wir bestimmt hier finden. Und dann können wir mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal zähmen. Also eine Sache möchte ich gerne noch holen. Leute, ich glaube, ich habe was. Ein Eternal Allosaurus. Der hat nur 59.000. Ah, ne, der ist viel zu schwach. Guck mal, der Grenadier ist auch wieder da hinten. Ah, der ist leider zu schwach. Mal gucken. Ja, der ist leider viel zu schwach. Okay, alles klar. So, den Grenadier machen wir auch mal eben weg. Guck, ob das easy geht. Haben wir ja schon letztens gezähmt. Muss nur aufpassen. Das Ding ist nämlich ein bisschen buggy. Ihr habt es ja gesehen. Na, komm. Treffe ich von hier hinten? Na, nicht wirklich. Aber ist egal. Polobian ist auch da. Leute, greift ihr an? Greift ihr an? Greift ihr an? Greift ihr nicht an? Okay, sie greifen an. Perfekt. Ich hab's noch nicht getötet. Was ist denn? Ah doch, ich hab's. Ich kann anscheinend wirklich zähmen. Das müssen wir uns. Alter, das leckt hier echt heftig. So, pass auf. Oh, die sind immer gefährlich. Obwohl, könnten wir eigentlich. Na, nee, lassen wir lieber. Ich will mal gucken, ob ich was zähmen kann. Alter, wehe, Junge. Also beim kleinen Dinos mache ich echt gut Schaden, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir aber nochmal wegen der Zähmung. Der ist ja schon fast tot. Den brauche ich nicht angreifen, der kriegt einen Schlag und ist tot. So, warte mal, die hauen wir mal kurz weg. Gebe ich jetzt wirklich nochmal. Ich gebe jetzt echt über 100.000 Schaden. Heilige Scheiße. Okay, das Ding ist echt nice. Und wenn das Ding jetzt noch zähmen kann. Okay, aber es gibt über 100.000 Schaden ab. Also eigentlich für Zähmung. Nur für Dinos, die weit über mehrere Millionen Energie haben. So, Leute, der hat ein bisschen mehr Energie. Jetzt will ich mal was ausprobieren, wenn ich jetzt schlage. Hat das was ge. Ey, ich mach 94.000. Ey! Was? Ich kann Turbo machen, wirklich? Ey, was frisst der? Wollen wir den mitnehmen? Eternal Berry, ein bisschen. Bestimmt irgendwas dabei jetzt. Hier. So, steh auf. Nice. Alter, wenn das jetzt wirklich so einfach gehen sollte. Ey. Ich habe gerade instant die Tamung gemacht. Instant. Warte mal, das probieren wir nochmal aus. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Der ist ja richtig. Oh, shit. Holy, 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 holy. Ghost Dodorex? Hat eigentlich nicht viel Energie, 2 Millionen. Gasha, und was ist das da? 10 Millionen. Okay, hätte ich jetzt mein Mac dabei, dann hätte ich das jetzt echt versucht. Also Real Talk. Aber so nicht, Alter. Das Schäfchen wollte ich eigentlich jetzt behalten. Das ist echt nice. Wenn das jetzt wirklich instant zu zähmen kann. Aber das, ich will mir das nochmal angucken. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Das wäre ja oh, so OP, Alter, das wäre nicht mehr normal. Okay, ich versuch's nochmal, ich suche nochmal was. So, Leute, wir haben jetzt folgende Situation. Einmal haben wir den, der hat 1 Million. Dann haben wir den hier, ich glaube, der hat gar nichts, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Kann ich nicht erkennen, 1 Million. Dann gucken wir.
Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Wurde halt wieder gestört. Okay, 500.000 gehen schon hoch. Gucken wir mal weiter. 1 Million? Ja, instant, oder? 1 Million macht er ungefähr pro Schlag. Das probieren wir gleich mal bei dem Drachen hier aus. Wo ist er denn? Ist er das? Ne, da hinten ist er. Der Alpha. Sollte der gehen? Ich weiß es nicht. Eigentlich drei Schläge. Gucken wir mal. Müsste nur runterkommen. Nur mal ausprobieren, ob es überhaupt geht. Auch die Alpha. Nur noch, ich will es einfach mal testen. Okay, bei dem brenne ich natürlich. Okay, das war der erste Schlag. Zweiter Schlag. Alter, ich mache aber auch 400.000 Schaden, ne? Also, ja. Aber anscheinend könnte es klappen. Jo, alles klar. 3 Millionen Instant. Alter. Leute. Wir haben die ultimative Zähmungsmaschine. Wirklich die ultimative. Gut, den machen wir auch mal kurz. Nehmen wir auch noch mit. Achso, Leute, ja, das Ding muss passiv gezähmt werden. Okay, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir haben gesehen, 2-3 Millionen instant. Was haben wir hier noch? Also einen würde ich ja gerne noch mitnehmen, aber es muss nicht sein. Also eigentlich haben wir schon was Gutes gemacht. Ein Prime? Den habe ich, glaube ich, sogar schon. Oder? Obwohl, Prime haben wir, glaube ich, nicht. Da muss ich nochmal in den Base gucken. Ich will auch einen haben, der sich auch lohnt, weißt du? So, jetzt haben wir einen Bär geschlagen. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, die sind natürlich übel schnell. Aber die Bären sind auch mega stark. Ah, kurz mal weg. Kurz mal weg. Hat das was gebracht? Okay, bei denen hat es auch was gebracht. Das heißt, ein Schlag nur noch und er liegt. Und die Bären sind übelst heftig, Leute. Seht ihr? Obwohl meiner so stark ist. Okay, und liegt schon. 1 Million Topur. Leute, ich glaube, wir haben die ultimative Zähmungsmaschine. Er macht halt viel Schaden, das ist ein bisschen tricky. Aber ich sag mal, die großen, guten, die machen wir jetzt instant weg. Ich hoffe, das stirbt nicht weg, Alter. Obwohl, wir können uns ja noch welche holen. Das ist ja, glaube ich, nicht so das Problematische. Den ganzen Weifern. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schwierig, 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 die Ecke hier hinten. Hier sind die Drakes nämlich. Ich flieg. Ah, wollen wir hier weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, was ich gerade vorhab. Ich mach das jetzt einfach mal. Und die Spinos sind auch hier. Alter, scheiße, das war eigentlich Fehler. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich bin sehr, sehr schnell. Oh shit, Digga. Habt ihr gerade gesehen? Eieieiei. Was ist denn hier los? Holy shit. Alter, hier ist alles voller Wyvern und Drakes. Okay, ich bin... Junge. Alter, ich guckt euch das mal an. Ich hätte einfach nur dran vorbeifliegen sollen. Okay, okay, okay. Es wird besser, es wird besser. Heilige Scheiße. Schwierig, schwierig. Jetzt bin ich auch noch in diesem Gebiet. Leute, das ist jetzt ein Fehler. Gut, gut, gut. Und ich komme hier nicht raus. Digga. Wieso komme ich jetzt gerade nicht hier raus? Oh, jetzt bin ich draußen. Jetzt bin ich draußen. Heilige Scheiße. Wieso kam ich denn da jetzt gerade rein? Okay, werde ich noch angegriffen? Okay, alles gut, alles gut. Oh, da kam gerade alles. Okay, ich würde sagen, ab in die Base. Könnte reichen für heute. Es sei denn, ich sehe jetzt was auf dem Weg, dann nehmen wir das natürlich mit, aber ich glaube, das wird nichts. So, Leute, ich würde sagen, war ein voller Erfolg und die Folge ist jetzt auch beendet. Deswegen hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Twitch, bleibt nur noch zu sagen, ciao.